Wunsch einer Kundin war, etwas zu schaffen, was mit Liebe zu tun hat. Und das war natürlich eine schwierige Aufgabestellung, denn ich habe gedacht, sie meinte mit, es sollte mit Liebe gemacht sein. Und ich dachte darüber, die Liebe darzustellen, das wäre doch eine richtige Herausforderung. Und ich habe ein paar Jahre gebraucht dazu, dass ich den Gedanken in Form fassen konnte. Und als ich die Idee hatte, habe ich ein Tonmodell gebaut und habe das fotografiert. Und dann lag die Fotografie auch noch 5 Jahre in der Schublade, die eines Tages plötzlich in mir war. Die Idee war, wie man hier sieht, ist ein Figurenpaar, das ist aus einem Stück geschmiedet und die wirken, der Mann hat breite Schultern und schmales Becken und die Frau im umgekehrten Sinn schmale Schultern und breites Becken. Die wirken von jeder Seite zusammen, aber berühren sich an keiner Stelle und das ist die Aufgabenstellung habe ich somit erfüllt, die Liebe darzustellen. Die haben keine Arme, weil jemanden zu umarmen ist auch etwas Besitzergreifendes. Und das ist eben die Liebe als solche. So kann man sagen, dass einer auf einem anderen Kontinent verweilen kann, man kann ihn trotzdem lieben und kann trotzdem zusammen sein. Und die sind gleich hoch. Weil in der Symbolik, dass keiner über den anderen steht, dass eine Gleichberechtigung da ist. Und das ist eins meiner schönsten Skulpturen, die ich habe. Und ich hatte das Glück, eine Dame kennenzulernen, die mir den Text von dem Kalle Gibran über die Ehe mitgebracht hat. Und dieser Text, der passt so gut dazu, als wäre die Figur nach dem Text gemacht oder wäre der Text nach dieser Figur komponiert worden. Es ist einmal, was ich neu jetzt geschaffen habe, war jetzt, ich habe ein Industrieblech zum Beispiel verwendet und mache aus diesem Industrielochblech mache ich Skulpturen, die sphärisch getrieben werden und dadurch entstehen durch eine Doppelseitigkeit, wie bei meinen Engeln, zum Beispiel die Engelsfiguren, die ich mache, da entstehen Interferenzen, weil durch die Doppelschichtigkeit sieht man einmal Loch auf Material und wenn man sie ein bisschen bewegt, ist das Loch auf Loch und so sieht man durch den hellen Punkt hinter. Wenn diese Engel, ich nenne die eben auch diese Kunst mit den Lochblechen, vierdimensionale Kunst, denn da kommt der Faktor, ist nicht nur eine Skulptur, sondern kommt der Faktor Bewegung dazu. Bewegung und Zeit ist ja ziemlich das Gleiche. Und so habe ich einen Fisch und eine Skulptur, die heißt Corpus, wo sich immer etwas drin bewegt und etwas drin passiert. Und seit das nächste Projekt, das ich vorhabe, ist eine Schwange zu machen. Ich mache nur den Torso, den Bauch und in dem Bauch, das möchte ich mit einer Yin- und Yang-Scheibe hinterlegen, dann passiert durch die Bewegung, passiert in diesem Bauch etwas. Und das ist eine ganz spannende Sache für den Betrachter. Und was auch in die Richtung fällt, sind meine schon sehr bekannten Bäume, die ich in allen Größen fertige. Denn ich habe angefangen mit einem kunstgeschmiedeten Baum, wo jedes Blatt handgeschmiedet ist. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist, dass alle Blätter auf dem Betrachter mit der Schmalseite ausgerichtet sind. Und wenn man um den Baum um 90 Grad rumgeht, dann wandelt sich das
Blatt von der Schmalseite zur Breitseite und der Baum erscheint im Sommerkleid. Und von der Schmalseite wirkt er eben vollkommen kahl. Es gibt den Spruch, wenn der Baum stirbt, stirbt der Mensch. Und stellvertretend ist, wenn jeder sein Schärflein in die Natur investiert, so blüht eben der Baum. Das ist nur ein Ausschnitt von den vielen Dingen, die ich in meinem Kunstschulbetrieb fertige.